Und es ist voll witzig, die Kamera geht an und dann muss man es fangen. Schon erwischt. Pokémon Go. Die neueste, geilste App. Wer Pokémon gespielt hat, wird sie lieben. Die echt Spaß macht, weil man muss sie im echten Leben spielen. Man muss laufen, man muss Pokémons finden, ja, scheinen dann in deiner echten Welt, und man muss sie fangen. Ja, Moment, der nächste sollte klappen. Meistens sind es 3 Versuche. Zack, großartig. So, wenn man jetzt hier unten auf die Pokémons geht, die man gesammelt hat, dann sieht man, welche man hat, in welchem Level. Und man hat auch Eier. Die Eier müssen in den Inkubator, um ausgebrütet zu werden. Und es ist wirklich geil, man muss Kilometer zurücklegen, um sie auszubrüten. Also ihr seht, ich bin jetzt mit dem Ei in diesem Inkubator 1,3 von 2 nötigen Kilometer gelaufen, um es auszubrüten. Es ist ein Bewegungsspiel, ich finde es genial. Ich laufe einfach nur nebenher. Ich spiele es nicht. Aber doch. Laufen ist gesund. Noch spielt sie es nicht. Nein, ich spiele es nicht. Seht ihr das? Ein Pokémon. Was ist es? Ein Marti. Und es ist voll witzig, die Kamera geht an und dann muss man es fangen. Schon erwischt. Erster Versuch, geil, bleibt drin. Hoffentlich bricht es nicht aus. Sehr gut. Wenn solche Zeichen erscheinen, unbedingt draufklicken. Geht aber nur, wenn ihr wirklich ganz nah dran steht. Dann geht's immer, ist immer ein Denkmal oder irgendein besonderes Gebäude. Die Medaille drehen. Und dann fallen Pokebälle, Tränke oder sonstige Sachen raus, die ihr einsammeln könnt. Nach ungefähr 3-4 Minuten sind die wieder blau und dann könnt ihr sie wieder anlaufen. Natürlich nicht durch Mannheim, um Pokémon zu fangen. Wir laufen durch Mannheim, um zum Friseur zu gehen, und Pokémon fangen ist ein schöner Nebeneffekt. Vorher. 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 Nachher. 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 Hält wieder 4 Wochen. Hoffentlich. Ich habe die mit dem Tier und dann ist das andere Blick, dass ich mir das sage. So, einmal normal, einmal. Jetzt gibt es gleich was zu essen. Heute sind wir aber nicht beim Wittkopf, nicht beim Burgermann. Heute sind wir nebendran und probieren mal die hoffentlich leckere. Ach du, jetzt kommt's. Darf ich kurz? Genau, Frankfurt ist die Dings, aber ich war ja da. Das ist dann nicht mal beim Kunden, weißt du? Ich bin halt zum Beispiel mal in England. Guten Appetit! Katrin hat eine neue Frisur. Quälst du hier? Keine Ahnung, ich schaue mich so selten an. Der Fall ist dir, ist ja wohl ein Fall. Ja. Was sind das für tolle Fotos hier? Habe ich gemacht? Habe ich gekonnt? Wir warten jetzt auf ein Brautpaar. Wir bekommen nämlich jetzt Besuch. Und reden über eine Hochzeit in 2018. Wir sind gespannt. Du auch. Ich auch. Ich auch. Zeig mal ein paar von den Fotos. Einmal so.
So, ja. Abendlicher Spaziergang mit Peppa. Voll dumm. Sau dumm. Warte, bei Regen gibt es vielleicht auch nicht so viele Pokémon. Nein, Quatsch, natürlich gibt es Pokémon. Ja, der heutige Vlog geht vor allem über Pokémon. Und ich bin ja wirklich nicht so der Spieler, aber das Spiel finde ich wirklich gut, weil die Kinder nämlich nicht zu Hause sitzen und spielen. Die Kinder! Auf Katrin. Gerne, die sitzen nicht zu Hause und spielen. Nein, du natürlich nicht. Aber die Kinder, die jetzt immer zu Hause sitzen und spielen, ja, die müssen jetzt für sowas, für ein Handy-Game, raus. Zum Spielen raus. Also wieder auf die Straße. Genau, früher sind wir auf die Straße zum Spielen. Heute spielt man Pokémon auf die Straße, egal, was das ist draußen. Ja, so wie wir früher. Raus auf die Straße spielen. Finde ich gut. Okay, kannst du sie nicht abdrücken? Was? Achso, da oben. Wechsel, hat genug Zeit. Ja.